Hallo zusammen, heute ist der 25.02. Zeit für ein neues Update. In dieser Folge soll es um die Kanalvorstellung gehen, die 200 Abos und Dungeon Master re-uploaded. Oder re-re-uploaded sogar teilweise. Aber fangen wir an mit der Kanalvorstellung. Es sind jetzt ja schon 3 Stück draußen und ich hatte eigentlich vorgehabt, das wesentlich zu erweitern. Also für fast jeden eine Kanalvorstellung zu machen, der das gewünscht hatte. Jetzt habe ich aber 2 Kanalvorstellungen abgedreht, die mir nicht wirklich gefallen haben. Denn ich würde diese Let's Player privat nicht gucken und es waren auch allgemein sehr viele in meinen Augen Fehler drin, also was sie besser hätten machen können. Und ich finde es irgendwie komisch, einen Kanal vorzustellen, wo noch so viele Sachen in Bearbeitung sind. Weil was bringt es einem, einen Kanal vorzustellen, wo fast alles schief läuft? Klar, er bekommt jetzt ein paar Leute auf dem Kanal, die gucken sich das kurz an und lassen eventuell auch ein Abo da, aber ob sie ihn verfolgen, ist eine ganz andere Sache. Und allgemein wirft es auch ein ziemlich schlechtes Licht auf mich, weil warum stelle ich einen Kanal vor, den ich eigentlich nicht mag und wo ich nur Negativpunkte aufführe? Das Ganze kam mir ziemlich komisch vor und deswegen werde ich jetzt nur Leuten Feedback geben, die ich auch selber gucken würde oder wofür ich einstehen kann, dass der Kanal okay ist. Das bedeutet jetzt primär, dass erstmal die beiden Kanäle, die ich abgedreht hatte, nicht hochgeladen werden und ich weitermache mit Liberty Denied. Den mag ich auch ganz gerne, also vom Charakter her und von dem Kanaldesign und die Projekte gefallen mir auch und so weiter. Da macht es dann gleich viel mehr Spaß, das vorzustellen. Außerdem kann ich, wie eben schon gesagt, für den Kanal auch einstehen, dass ich ihn mag und nicht so tun, als ob ich einen Kanal mag, nur um demjenigen Werbung zu verschaffen, wie es bei den anderen beiden der Fall gewesen wäre. Das heißt aber auch, dass ihr mir ruhig weiter eure Vorschläge schicken könnt. Ihr müsst nur damit rechnen, dass sie abgelehnt werden. Also, natürlich nicht immer. Aber mein Geschmack ist ja halt schon recht eigen. Das werdet ihr vielleicht schon gemerkt haben. Aber gut, jetzt erstmal positive Nachrichten. Wir haben die 200er-Marke geknackt. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Das fing ja alles recht langsam an. Dann kam die Aktion mit Let's Player des Monats, wo ich dann gleich auf über 100 hochgeschossen bin. Aber danach hat das auch nicht aufgehört. Jeden Tag immer so 3, 4, teilweise 5, 6 mehr. Und es ist gut am Steigen. Vielen Dank dafür, das hätte ich echt nicht gedacht. Und das bringt mir echt Power für den Tag teilweise. Wenn ich sehe, da sind wirklich Leute, die gucken sich das auch an und lassen nicht einfach nur ein Abo da. Und kommentieren auch schön, das ist echt super. Also, ja, weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das wünscht sich halt jeder Let's Player. Also klar, es ist schön, wenn man zigtausend Abos hat, aber was bringt es einem, wenn die Leute kein Feedback da lassen? Also in Form von Kommentaren oder Daumen hoch oder sonst was. Und ja, das ist echt cool. So, der nächste Punkt auf der Liste wäre Dungeon Master. Der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass ich das 2-mal hochgeladen habe und die eine Folge sogar 3-mal. Immer um das Seitenverhältnis einigermaßen hinzubekommen. Denn das Problem bei dem Spiel ist, klar, es ist 4:3, weil es ein altes Spiel ist, das allein ist nicht das Problem. Aber die Version, die ich benutze, also Return to Chaos, benutzt Letterboxing. Also Letterboxing heißt, dass man drumherum diesen Rahmen setzt, damit es halt nicht übermäßig gestreckt wird. Das Problem ist dabei aber, wenn ich es dann aufnehme, dann nehme ich nur das in der Mitte auf. Oder gesagt, ich nehme das Ganze auf und benutze dann Cropping, um den Mittelteil rauszuschneiden und zu strecken. Das geht besser, das habe ich mir auch schon sagen lassen, aber ich habe das noch nicht ganz hinbekommen. Das heißt, jetzt muss ich alles von Hand in dieses 4:3 Format zurückbringen, ohne den Rahmen drumherum, und die Qualität leidet darunter ein bisschen. Und ich brauchte halt mehrere Anläufe, um dann ein gutes Format reinzubekommen. Das heißt, vorerst werden die jetzt so, wie sie sind, weiter hochgeladen werden und irgendwann bekomme ich es hoffentlich auch hin, dass ich die Treiber so einstellen kann, dass von vornherein nur dieses kleine Fenster aufnimmt und nicht das ganze Bild, wo der Rahmen ist. Aber ja, deswegen halt dieses Chaos bei Dungeon Master. Das wäre es jetzt gewesen mit den 3 Punkten, die ich anfangs gesagt habe, aber mir ist gerade noch einer eingefallen, und zwar der Cosmic Panda. Der kommt ja auch demnächst, also muss ich schauen, ob ich das vor dem nächsten News-Update mache oder danach. Und als kleines Special habe ich mir überlegt, dass ich den alten Kanal so wie ist einmal einen Screenshot davon mache und dann die Vorzüge des alten Kanaldesigns einmal erläutern werde und dann das neue Design vorstelle und was denn da halt besser und schlechter ist. So als kleines Abschiedsspecial für das alte Kanaldesign. Mal gucken, wie das ankommt. Na gut, das war's dann aber jetzt wirklich und wir sehen uns demnächst.